Seid gegrüßt, Freunde. Wir lieben Tiere, aber was wissen wir wirklich über sie? Je mehr sich die Wissenschaft mit ihnen beschäftigt, desto wahrscheinlicher wird die Antwort wenig. Und wenn wir denken, dass wir verstehen, wie sich Tiere in einer bestimmten Situation verhalten werden, dann ist das nicht immer der Fall. Die Tierwelt ist sehr unberechenbar. Was passiert, wenn ein Pferd auf 6 wilde Wölfe trifft? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei diesem Gedanken gefriert mein Blut in den Adern. Man stellt sich etwas Schreckliches vor. Eine einzigartige Tierbegegnung wurde in Abruzzen in Italien festgehalten. 6 Wölfe umringten ein einzelnes Pferd und beobachteten es mit Neugierde. Pferde sind viel größer und schwerer als Wölfe, aber ein Rudel Wölfe könnte leicht ein Pferd zu Boden werfen und es zerfleischen. Doch dieses Pferd zeigt kein bisschen Angst. Es legt sich sogar auf den Boden und beginnt, umgeben von Wölfen, sich zu wälzen. Der Fotograf dachte wohl, das Spiel sei für das Pferd vorbei. Auf dem Video hört man ihn schreien: "Oh nein, tu das nicht!" Als sich das Pferd auf den Boden legte, war es ein perfekter Moment für die Wölfe, es anzugreifen. Aber sie haben nur zugesehen. Jonas Fallström, ein schwedischer Experte für das Verhalten von Tieren in der freien Natur, äußerte sich zu den Geschehnissen in Italien. In einem Interview mit der schwedischen Zeitung Aftonbladet sagte er, wenn ein solches Ereignis in Schweden stattgefunden hätte, wäre das Ergebnis eines solchen Treffens ganz anders ausgefallen. Er sagte, wenn das Pferd in Schweden auf Wölfe gestoßen wäre, hätten sie anders gehandelt. Pferde sind etwa so groß wie Elche, sodass die Wölfe kein Problem hätten, sie zu töten. In Schweden werden Elche sicherlich versuchen, den Wölfen zu entkommen, wenn sie auf sie treffen und nicht auf dem Boden liegen, wie es in Italien geschehen ist. Warum also hat ein Pferd in Italien keine Angst vor Wölfen? Und warum greifen die Wölfe nicht an? Fallström erklärt: Dieses Video wurde in Italien gedreht. Dort treffen Pferde in der Wildnis selten auf Wölfe und sterben daher nicht durch deren Angriffe. Italienische Wölfe wiederum sind es nicht gewohnt, Elche und andere große Tiere zu jagen, wie ihre Verwandten in Schweden. Ihre Beute umfasst in der Regel Hasen und andere Kleintiere. Dies sei eine Erklärung für ihr Verhalten, sagte er. Wölfe merken einfach nicht, dass sie ein Pferd problemlos zerfleischen könnten. Genauso wie das Pferd die von Wölfen ausgehende Bedrohung nicht wahrnimmt. Deshalb hat das Pferd in Italien keine Angst vor Wölfen und sie greifen es nicht an. Erstaunliche Rettungsaktionen, die den tierischen Großmut offenbaren und nichts mit der natürlichen Auslese zu tun haben, überraschen und inspirieren die Menschen immer wieder. Dieses ergreifende Video wurde von Alexander Medves auf YouTube gepostet. Ein Bär im Budapester Zoo sitzt an einem Teich mit Pflanzengeflecht, in dem eine Krähe gefangen wurde. Das Tier schaut den Vogel an, der nicht wegfliegen kann und hilflos mit seinen nassen Flügeln schlägt. Dann greift der Bär mit Hilfe seiner Pfote vorsichtig die Krähe und zieht sie mit den Zehen sanft auf das Land. Aber nicht um sie zu fressen, sondern um dem Vogel in der Not zu helfen. Nachdem er die Krähe aus dem Wasser gezogen hat, wendet er sich demonstrativ ab und isst weiterhin Äpfel und Karotten, die in der Gegend herumliegen, ohne auf die potenzielle Beute zu achten. Anscheinend erwartete der Vogel ein anderes Schicksal und liegt auf dem Rücken und dreht sich dann, als ob er nicht an das Geschehene glauben würde, voller Angst um und schaut seinen Retter an. Der Rabe blieb noch lange sitzen und wartete darauf, dass seine Flügel trockneten. Ja, Tiere stecken voller Überraschungen, nicht wahr? Die meisten von uns wissen über Schweine nur, dass sie gegessen werden. Aber diese Tiere sind viel interessanter, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Sie sind hochintelligent. Ein Video, das in einem Zoo in den USA gefilmt wurde, zeigt einen Ziegenbock, der in einen Teich gefallen ist. Er selbst konnte nicht ans Ufer kommen und rief lange um Hilfe. Und die Hilfe kam. Ein tapferes Schweinchen eilte zum Ertrinkenden. Es schwamm auf den Bock zu und schob ihn an Land. Warum hat er ihn nicht gefressen? Das ist das Erste, was einem bei dem Video einfällt, in dem ein Mann einen riesigen Bären umarmt. Dieser knuddelige Bär, Jimbo genannt, wiegt 680 Pfund und lebt in einem privaten Tierhilfezentrum im amerikanischen Bundesstaat New York. Der US-Amerikaner Jim Kowalczyk fand den kleinen und hilflosen Jimbo, der als Waise zum Tode verurteilt war.
Jim und seine Frau kümmern sich seit 23 Jahren um dieses pelzige Raubtier, das zu ihrem wahren Freund geworden ist. Jim spürt kein bisschen Angst vor seinem Schützling. Er kann sich mit ihm in Frieden auf die Wiese legen oder ihn direkt ins Maul füttern. Sieht man nur die Krallen des Tieres, so bekommt man eine Gänsehaut, aber die Menschen, die ihn aufgezogen haben, scheinen sie nicht zu beachten. Laut Jim spielt Jimbo gerne mit ihm, solange er Zeit hat, selbst den ganzen Tag lang. Jimbo ist nicht der einzige Bär im Center, davon gibt es 11. Aber es gibt auch Rehe, Eichhörnchen, Nerze, Enten und verschiedene andere Tiere, die sich in der Rehabilitation befinden. In der Regel werden die rehabilitierten Tiere sofort in die Wildnis zurückgebracht. Aber das kann man den Bären nicht antun. Sie gewöhnen sich zu sehr an den Menschen und das Leben in Menschenobhut. Kowalczyk ist der Meinung, dass sich Bären im Gegensatz zu den Menschen nicht verstellen. Und das ist einer der Gründe, warum er sie so sehr liebt. Alligatoren sind gefährliche Raubtiere, die Menschen tatsächlich angreifen, obwohl es selten mit dem Tod endet. Doch die Haltung der Reptilien als Haustiere ist nicht sehr beliebt. Und selbst wenn jemand Alligatoren besitzt, leben sie in einem Terrarium. Mary Thorne aus Lakeland in Florida ist seit 11 Jahren offiziell im Besitz eines Alligators. Sie sagt, sie habe 5 kleine Reptilien gehabt, die zuvor in einem engen und dunklen Raum gehalten wurden. Ihre Haut war zu empfindlich gegenüber Sonnenlicht und ihr Körper war geschwächt. Nur Rambo konnte überleben. Nun streitet Thorne mit den örtlichen Beamten über die Bedingungen ihres Haustiers, das inzwischen zur Familie gehört. Die Behörden glauben, dass ein 55 Kilogramm schwerer Alligator namens Rambo unter naturnahen Bedingungen leben sollte, auf mindestens 1 Hektar Land. Sein Vormund behauptet, dass der Alligator nicht beißt, Zeichensprache versteht, gewohnt ist, zusammen mit Menschen und Hunden im Haus zu leben und Kleidung trägt. Er fährt sogar mit Mary, Motorrad und Quad und kann überhaupt nicht allein leben. Er ist wie ein Sohn für mich. Er ist meine Familie. Er ist kein gewöhnlicher Alligator. Er war nie ein normaler Alligator, erzählt Mary Thorne den Reportern. Bevor er nach draußen geht, kleidet ihn Mary in spezielle Kleidung, um seine empfindliche Haut zu schützen. Als der Alligator noch klein war, trug sie ihn wie ein Baby in Tragetaschen. Jetzt hat Rambo das Fahren auf dem Rücksitz eines Motorrads gemeistert. Er fühlt sich genauso sicher auf einem Quad. Thorne postet Fotos ihrer gemeinsamen Erlebnisse auf ihrer Facebook-Seite. Mary Thorne sagt, dass Rambo und sie unzertrennlich sind. Sie sind sich nahe gekommen, als sie das Tier gepflegt hat. Inzwischen wartet der Alligator an der Tür, wenn sie das Haus verlässt und macht sich Sorgen, wenn sie zu lange weg war. Rambo hat gelernt, nicht zu beißen oder mit dem Schwanz zu verletzen. Er wackelt mit dem ganzen Körper, wenn er darum bittet, hochgenommen zu werden. Er sieht fern, während er mit den Hunden herumliegt. Die Leute spielen gerne mit ihm, sogar Kinder, die Rambo überhaupt nicht kennen, machen mit ihm Fotos, erklärt die Bewohnerin Floridas. Der Alligator, so sagte sie, habe Angst, jemanden zu verletzen. Und wenn er mit den Kindern spielt, drückt er seinen Kiefer fest zusammen, sodass die Kinder ihre Finger nicht in sein Maul stecken können, selbst wenn sie es versuchen. Man könnte meinen, dass die Welt der Wildtiere nach ihren eigenen grausamen Gesetzen lebt. Die Stärksten überleben. Jeden Tag muss man dafür sorgen, dass niemand dich auffrisst und du selbst etwas zu fressen bekommst. Touristen, die eine Safari-Tour mit dem Auto im Ruaha-Nationalpark in Zentral-Tansania unternahmen, wurden Zeuge eines ungewöhnlichen Anblicks, als ein Leopard eine Antilope jagte. Und wenn dies nicht gefilmt worden wäre, hätte es niemand geglaubt. Das wilde Raubtier, das sich in der Krone eines Baumes versteckte, zog die Aufmerksamkeit mehrerer Paviane auf sich, die wildschreiend die auf der Lichtung grasende Antilope warnten. Der Leopard, der darauf gewartet hatte, dass die Beute dem Hinterhalt so nahe wie möglich kam, machte einen präzisen Sprung und schien der Antilope keine Chance auf Rettung zu lassen. Die Paviane umzingelten das Raubtier und versuchten, die Antilope zu retten. Ich war mit einer kleinen Familiengruppe auf einer 2-wöchigen Safari-Tour in Tansania, als die Paviane meine Aufmerksamkeit auf einen Baum lenkten, auf dem ein Leopard saß und mit seinem Schwanz die Affen ärgerte. Er musste die Antilope bemerkt oder gespürt haben, die sich in ihre Richtung bewegte und war offensichtlich hungrig, sodass er es vorzog, die Antilope statt des Pavians anzugreifen. Die Affen waren vor dem Angriff des Raubtiers still und als es geschah, versuchten die mutigen Primaten, die Antilope zu retten, schrieb der Reiseleiter in seinem Kommentar zum Video. Unglaublicherweise gelang es den Pavianen, den Leoparden zu verjagen.
Einer der Paviane versuchte, der Antilope zu helfen und sie kam zur Besinnung. Bald setzte die Antilope ihre Reise fort. Das unberechenbare Verhalten der Tiere beweist, wie schön unsere Welt ist. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Bis bald!